Ich habe unsere Rechnung jetzt weggewischt, aber ich schreibe nochmal die wesentlichen Sachen hier hin, was wir uns quasi überlegt haben. Also diese Matrix hier, der einzige Eigenwert war ja 2, die algebraische Vielfachheit war 3, aber die geometrische war nur 1. Es fehlen uns also quasi 2 Dimensionen. Wir hatten einen Eigenvektor, der zur geometrischen Vielfachheit 1 dazugehört. Das war halt der Vektor 1. Minus 1, 0. Ja, und jetzt hatten wir uns noch einen weiteren Vektor verschafft, der zwar nicht ganz so gut ist wie ein Eigenvektor, aber doch eine ähnliche Beziehung erfüllt. Der liegt nämlich nicht im Kern von a minus lambda mal 1, sondern im Kern vom Quadrat davon. Und da haben wir uns dann sogar den speziell verschafft, indem wir nämlich geguckt haben, dass der im Bild von a minus lambda, dass das Bild, dass das a minus lambda mal w die genau dieses v ergibt. Also was wir ausgerechnet haben, war a minus lambda mal 1. Auf w sollte halt das v sein. Und da haben wir gesehen, dass wir da im Wesentlichen das auch beschreiben können durch einen Vektor. Und das war dieser Vektor w. Der hatte die Komponenten 0, 1,5 und minus 1,5. Gut, und jetzt ist halt die Idee, dass wir in unserer Transformationsmatrix, wo wir auf eine neue Basis transformieren wollen, dass wir zusätzlich zu dem Vektor halt jetzt den dazu nehmen. Ja, da fehlt uns natürlich immer noch einer, aber wir können ja mal gucken, ob wir jetzt schon was Besseres hinkriegen. Also ich betrachte jetzt mein T von der folgenden Form. Ich setze also erstmal meinen eigenen Vektor rein, 1, minus 1, 0. Und dann setze ich diesen Vektor W rein. Und diesen Vektor W nennt man dann üblicherweise einen Hauptvektor oder einen verallgemeinerten Eigenvektor. Also das, was wir hier berechnen, sind Hauptvektoren oder verallgemeinerte Eigenvektoren. Also das ist hier 0, 1,5, minus 1,5. Gut, und jetzt fehlt uns natürlich immer noch ein Vektor. Und jetzt, gut, mache ich so wie vorher, ich sage einfach, gut, ich weiß nicht mehr, da setze ich jetzt auch einfach wieder einen beliebigen rein. Also ich habe hier 2 unabhängige Vektoren, ich nehme jetzt einfach noch einen dritten unabhängigen dazu und zum Beispiel nehme ich jetzt 1, 1, 1. Ja, der hat jetzt mit meiner Matrix A eigentlich nichts zu tun. Das ist jetzt einfach eine beliebige Ergänzung wie vorher. Also das hier ist beliebig, so dass ich hier eine Basis habe. Ja, aber jetzt kann ich natürlich einfach mal versuchen, hier zu transformieren und dann gucken, ob aus meiner Art Matrix A jetzt was Besseres wird, insbesondere auch besser als das, was ich hatte, wenn ich nur den hier hatte und hier irgendwas Beliebiges gemacht habe. Also ich kann hier das Inverse natürlich ausrechnen von der 3x3 Matrix. Das ist halt ein Drittel, gebe ich jetzt einfach nur an, sollte aber vielleicht jeder mal für sich selber nachrechnen. 2, minus 1, minus 1, 2, 2, minus 4, 1, 1, 1. Ja, und jetzt benutze ich halt dieses T und T um minus 1, um überzugehen zu der linearen Abbildung, die durch A in der Standardbasis gegeben wird, in der neuen Basis, die diesen drei Vektoren hier entspricht. Ja, und da wissen wir ja, was ich mir angucken muss, ist halt T um minus 1, A mal T. Ja, das ist halt jetzt einfach, ich schreibe zumindest mal die Matrizen nochmal hin, also das T hoch minus 1 ist diese Matrix da, 2, minus 1, minus 1, 2, 2, minus 4, 1, 1, 1. Das wird mit A multipliziert, A steht ja da oben, 4, 2, 0, 0, 2, 2, minus 2, minus 2, 0. Und dann nochmal mit T multipliziert, also mit 1, 0, 1, minus 1, 1,5, 1, 0, minus 1,5, 1. So, und wenn man das jetzt ausrechnet, und das will ich jetzt nicht vorführen, sondern ich gebe einfach nur das Ergebnis an, was kommt dann raus? Dann kommt raus die folgende Matrix, schreibe ich mal hier hin, das ist also jetzt, die hat hier eine 2, eine 1 und eine 4, eine 0 und eine 0. Nicht? Und gut, das ist das, was wir quasi gesehen haben, als ich nur den Eigenvektor benutzt habe. Nämlich hier oben sehe ich halt einen Eigenwert und hier unten kriege ich halt Nuller hin. Gut, aber dann, wenn ich nur den Eigenvektor benutzt habe, dann habe ich hier nichts gesehen und jetzt wird es hier schöner. Was ich hier nämlich sehe, ist hier eine 2 und hier auch eine 0 und dann hier noch eine 12
und eine 2. Ja, und jetzt diese 2 hier, das ist jetzt quasi die zweite Inkarnation von meinem Eigenwert. Nicht, mein Eigenwert hat ja algebraische Vielfachheit 3, also im Prinzip sollte ich vielleicht dreimal die 2 da sehen. Hier sehe ich sie auch schon zum dritten Mal, nicht auf im Augenblick. Was hier schön wird, hier habe ich auch, halt auch eine 0. Also ich habe jetzt wirklich was Besseres als vorher, wo ich quasi nur die erste Spalte schön gekriegt habe. Jetzt kriege ich auch die zweite schön, allerdings hier hinten ist das Ganze noch nicht so doll und da können wir noch verbessern. Ich meine, zumindest haben wir die Hoffnung, ich habe ja diese eine beliebige Wahl, gut, kann ich die nicht vielleicht auch noch besser machen? Und das können wir in der Tat, indem wir halt einfach das, was wir vorher gemacht haben, um das W zu bestimmen, dass wir das jetzt nochmal eine Ebene höher machen. Ja? Dass wir nämlich vielleicht noch ein Objekt suchen, das eine Gleichung erfüllt, die jetzt mein V und mein W erfüllen. Also V und W erfüllen ja beide, dass sie halt im Kern von dem Quadrat von A minus Lambda mal 1 liegen. Nicht? Also A minus Lambda mal 1 zum Quadrat mal V ist gleich 0 und A minus Lambda 1 Quadrat von W ist auch 0. Ja? Okay, von dieser Gleichung, das Quadrat von irgendwas ist gleich 0, da gibt es keine weitere Lösung. Ne, genauso wie es von a minus Lambda mal 1 mal v, nur v als Lösung gab. Wenn ich das Quadrat betrachte, gibt es jetzt 2 Lösungen. Und jetzt ist es natürlich so, wenn ich hier nochmal mit a minus Lambda mal 1 multipliziere, dann ist auch die dritte Potenz angewandt auf v oder w gibt 0. Und da können wir fragen, gibt es da vielleicht noch mehr Lösungen? Nicht, also die erfüllen das hier, weil so haben wir es ja bestimmt. Aber da gibt es keine weiteren Lösungen. Aber wenn ich jetzt nochmal das a minus Lambda mal 1 drauf multipliziere, also hoch 3 nehme, dann ist es natürlich 0, nicht? Weil beim Quadrat ist es ja schon 0, wenn ich dann nochmal irgendeine Matrix drauf anwende, bleibt es 0, sowohl für v als auch für das w. Gut, und ja, da können wir uns fragen, ob es da jetzt vielleicht noch mehr Lösungen gibt. Also die Frage, gibt es jetzt zum Beispiel noch einen weiteren Vektor und den nenne ich jetzt mal x, der halt diese Gleichung erfüllt. Nicht? Also dass also die dritte Potenz angewandt auf den Vektor gleich 0 ist. Also a minus Lambda 1 hoch 3x ist gleich 0. Ja? Okay, und da kann man sich jetzt auch wieder überlegen, was heißt das? Das heißt natürlich, wenn ich das hier wieder aufspalte, kann ich das ja schreiben, ich kann also das a minus Lambda 1 zum Quadrat abspalten und hier habe ich a minus Lambda 1 mal x, das ist gleich 0. Ja? Okay, und dann sieht man also, das a minus Lambda 1 zum Quadrat angewandt auf diesen Vektor ist gleich 0 und da wissen wir ja die Lösung davon, das sind halt, das ist halt, ja, das ist w plus Vielfache von v. Ja? Okay, und ja, die Lösung a minus Lambda mal 1 von irgendwas ist gleich v, haben wir ja quasi schon uns angeguckt. Das heißt, ich sollte jetzt also hier quasi mir angucken, die Lösung davon, wenn a minus Lambda mal 1 angewandt auf x, wenn das gleich w ist. Okay. Also ich nehme jetzt sozusagen den Vektor, den ich im zweiten Schritt gekriegt habe und versuche mir aus dem im dritten Schritt nochmal 9 zu berechnen. Ja. Gut, also was ich jetzt betrachte, ist jetzt halt die Gleichung a minus Lambda mal 1 von x, das soll halt w sein. Ja, das hier sagt mir aus, gut, wenn ich so einen Vektor haben will, der das hier erfüllt, dann heißt es a minus Lambda mal 1, oder ja, dieser Vektor hier, der muss halt von der Form sein w plus Vielfache von v. Okay, aber v haben wir quasi im ersten Schritt schon behandelt. Von daher wollen wir jetzt hier wirklich gucken, was passiert, wenn ich hier das w hinschreibe. Gut, und jetzt habe ich halt hier wieder eine Gleichung, die kann ich halt lösen und gucken, ob ich da noch irgendwas finde, irgendwas Neues. Ja, natürlich, ja, v und w, die will ich jetzt nicht sehen, sondern ich will wirklich nochmal eine neue Komponente sehen. Also ich schreibe mir das jetzt einfach wieder hin.
Das ist die gleiche Gleichung wie vorher, nur dass ich hier auf der Seite jetzt das W stehen habe und nicht das V. Also ich löse immer, ich gucke mir immer, quasi Elemente, ich frage sozusagen, ob dieses W im Bild von diesem Ding hier drin liegt. Okay, also schreibe ich es vielleicht nochmal hin. Also das A minus Lambda mal 1 ist halt 2, 0, 0, 0, 2, minus 2, 2, minus 2 angewandt auf den Vektor x, dem seine Komponenten nenne ich halt natürlich x1, x2 und x3. Und was soll da rauskommen? Da soll das w rauskommen. Und das w, das war ja dieser Vektor 0, 1/2, minus 1/2. Ja, okay, kann ich mir jetzt wieder hinschreiben. Das sind halt die Gleichungen so wie vorher, also 2 mal x1 plus 2 mal x2. Das gibt halt die 0 hier. Dann 2 mal das x2, 0 mal das plus 0 mal das plus 2 mal x3. 2 mal x3, was soll das geben? Das soll 1/2 geben. Und dann die dritte Gleichung ist halt, hier steht überall Minus. Ja. Das ist halt minus 2 mal x1 minus 2 mal x2 minus 2 mal x3. Das soll minus 1/2 geben. Nicht? Und jetzt ist es wiederum so, dass diese dritte Gleichung, das ist einfach das Negative von der Summe von den beiden ersten Gleichungen, die kann ich also vergessen. Das heißt, ich habe hier wieder den Fall, dass ich quasi wirklich eine Lösung habe, die aufgespannt wird von x3 ist 1/4. Und dann habe ich halt, diese Gleichung kann ich vergessen. Und hier habe ich noch eine Freiheit. Und ich muss halt nur gewährleisten, dass x1 plus x2, dass das zusammen 0 ergibt. Ja. Und da kann ich mir dann eine Lösung x hinschreiben. Also der Lösungsraum. Der wird erzeugt von, sagen wir mal, x. Also die dritte Komponente muss auf jeden Fall 1/4 sein. Und dann kann ich aber die anderen Komponenten, die müssen halt nur erfüllen, dass die Summe gleich 0 ist. Und da kann ich dann zum Beispiel 0 und 0 dazu nehmen. Ja. Gut, ja. Und da kann ich mir jetzt dann natürlich noch Vielfache dazu addieren, aber das hier ist quasi die neue Lösung, die mit V und W nichts zu tun hat und die auch wirklich linear unabhängig davon ist. Sowas will ich ja. Ja gut, und damit habe ich jetzt also wirklich den Fall, dass ich also hier noch einen dritten Vektor habe, neben V und W, der auch Information über meine Matrix A enthält. Und jetzt ist natürlich die Idee, gut, dann sollten wir den also als dritten Vektor in meiner Basis nehmen und gucken, was dann passiert. Und das ist natürlich das, also dann sind wir am Schluss, weil dann haben wir ja wirklich eine neue Basis, mehr können wir nicht tun. Ja, das wollen wir uns dann gleich angucken, ob wir da nochmal was Besseres rauskriegen, als das, was wir da oben gesehen haben. Nicht? Da oben hatten wir ja den dritten Vektor quasi beliebig gewählt und jetzt will ich den halt ersetzen durch diesen Vektor hier, der mehr mit der Matrix A zu tun hat.